Ich begrüße euch wieder ganz herzlich zurück zu Zalando. Wir sind gerade mitten im Gespräch hier mit diesem Bettler, der sich selber als Vogelfreund bezeichnet. Und ja, ich denke, wir setzen einfach mal hier im Gespräch fort. Und ja, die ersten zwei Sachen hatten wir schon, also kommen wir zum dritten. Ihr behauptet, meinen Namen und meine Pläne zu kennen? Könntet ihr wohl auch meine Gedanken lesen? Meine Augen mögen blind sein. Doch sehe ich tief in die menschliche Seele, Ospendius. Ich weiß, dass ihr den Sein erringen wollt, und ich wünsche euch Glück. Die Bürger dieser Stadt verdienen es, bestraft zu werden. Sie sind Verbrecher, die Vögel fangen und essen. Wie könnt ihr mir helfen? Ein furchterregender Wächter bewacht den Sein. Ich weiß, wie ihr ihn betören könnt, doch vertraue ich mein Geheimnis nur einem Freund der Vögel an. Okay, bis später dann. Das heißt, wir müssen ihn jetzt erst davon überzeugen, dass wir ein Vogelfreund sind. Wo gehen wir denn jetzt lang? Von da sind wir ja eigentlich gerade gekommen. Ich gehe trotzdem nochmal da lang. Aber hier hat sich nichts geändert, aber wir können ja hier weiter, oder? Kommen wir jetzt hier weiter? Was ist eigentlich hier? Ach so, hier ist also von dieser Taverne oder was das hier ist. In die Zimmer sozusagen. Gut, dann erstmal wieder zurück. Aber da ist noch ein Weg, gehen wir mal da lang. Mal sehen, wo uns das hinführt. Ich bin gespannt. Hier ist wieder das Schwein. Doch, hier waren wir schon, oder? So, hier bin ich gerade hergekommen. Dann laufen wir mal nach da. Und wo sind wir jetzt? Ist das die Stelle, wo vorhin der Händler stand? Der noch gearbeitet hat? Ich meine, das wäre doch hier das Ding über seiner Tür gewesen. Okay. Ja, gehen wir doch mal gucken. Was ist das hier? Schweigt, ihr Schürzenjäger! Um diese Zeit schlafen, ehrliche Bürger! Ich nehme an, das war seine Frau. Die nicht sehr erfreut darüber war, aber wir haben hier einen Käfig. Den können wir schon mal einstecken. Ja, aber sonst ist hier ja nichts. Aber hier kann man noch irgendwas machen. Das sind noch Zahnräder. Können wir hier die Leiter aufstellen? Und vielleicht da hochklettern? Probieren wir mal. Ha, wunderbar, es funktioniert. Okay, wo sind wir denn jetzt? Bei denen auf dem Balkon, oder wie sieht das aus? Dann stecken wir das mal alles ein. Und dann schauen wir mal, was wir jetzt hier so haben. Weihrauch. Piment, Getreide und Pfeffer. Okay, auf jeden Fall mit Pfeffer, Piment und Weihrauch. Damit können wir sicherlich wieder Elefantenwein herstellen. Das müssten die gleichen Sachen sein. Und Getreide, das ist doch was für den Vogeltypen. Der freut sich doch bestimmt, wenn wir seinen Vögeln was geben. Frage ist jetzt nur, wie komme ich da wieder hin? Nach da, oder? Ach ja, das ist sogar richtig. Wahnsinn, ich bin beeindruckt, dass ich den Weg hier tatsächlich gefunden habe. Okay, dann zu dem hier. Und dann geben wir ihm mal das Getreide. Danke für die Körner, die meinen Schützlingen Nahrung geben. Dafür ernenne ich euch zum Freund der Vögel. Ihr habt euch meine Hilfe verdient, Spendius. Und die meiner Untertanen. Doch sucht zuerst einen Käfig und bringt ihn mir. Ja, glücklicherweise haben wir schon einen Käfig. Bitteschön. Ich vertraue euch, meine kleine Prinzessin, an. Beschützt sie gut, denn ohne sie kommt ihr nicht an den Sein. Okay. Ja, dann wäre es gut, wenn er uns da noch mehr Anweisungen geben würde. Also sprechen wir ihn nochmal an. Nun hört diese Worte, die euch zum Ziel führen sollen.
So wie jedes Dämonenpaar im Einklang heult, wird sich das Tor des Schreckens vor euch öffnen. Huscht vor dem Schatz vorbei, folgt dunklen Gängen und findet den Pfad, der in die Gärten führt. Im heiligen Hain singt ein Vogelweibchen, doch das doppelköpfige Vogelmännchen ist in der Falle gefangen. Nahe dem schlafenden Ungeheuer wachsen drei schlafschenkende Blumen. Die gepflückt, zerrieben und ins Feuer geworfen werden wollen. Gebt jener die Wacht den Schlaf, betört den Bewacher und schließt eure Hände um den heiligen Schleier. Okay, das war sehr rätselhaft. Ich hoffe, das wird sich dann noch aufklären, wenn wir dann irgendwie da hingekommen sind, folge irgendwelchen dunklen Pfaden in irgendeinen Garten und dann sollen wir irgendwelche Blumen zerreiben und so weiter. Ja, werden wir sehen. Okay, wir gehen jetzt nochmal zurück. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass wenn man hier immer ein bisschen weiterkommt, dass dann irgendwann Hanon vielleicht da mal aufkreuzt. Und vielleicht können wir da nämlich noch was machen. Auf jeden Fall sind jetzt hier neue Leute erschienen. Das ist doch schon mal was. Hallo, wer bist du denn? Eure Arbeit ist wohl beendet. Ja, keinen Augenblick zu früh. Der Tag ist lang gewesen. Schöner Abend, nicht wahr? Es ist etwas zu trocken. Die Ernte im Hinterland wird darunter leiden. Es sei denn, die Söldner vernichten die Felder vorher. Und als letztes, was gibt es Neues? Die Söldner haben Hanon und seine Eskorte mit Steinen beworfen. Sie benahmen sich wie wilde Tiere. Hamilkar hat von Matro und den anderen Häuptlingen Sühne gefordert. Sie haben nicht auf ihn gehört, obwohl er sie so viele Jahre befehligt hat. Warum konnte Hamilkar sich nicht mit den Söldnern einigen? Matto, dieser Barbar, blieb stur. Man sagt, sein Berater sei ein gewisser Spendius, der ihn gegen Karthago aufgehetzt hat. Dieser Spendius ist ein gerissener Kerl. Manche behaupten, er sei ein entflohener Sklave. Er ist geringer als ein Niemand. Hey, 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 nimm dich in Acht, was du sagst. Wie sieht die Staatskasse aus? Die Truhen sind leer. Der Krieg gegen Rom hat uns ruiniert. Karthago ruiniert? Das sagt der Senat auch. Aber wenn ihr mich fragt, enthält die Schatzkammer genug, um die Söldner zehnfach auszuzahlen. Doch selbst wenn dem nicht so wäre, müsste man nur Hanons Vermögen beschlagnahmen. Er ist geradezu absurd reich. Letztlich wird uns die Gier der Senatoren in den Krieg führen. Okay. Die beiden scheinen sich ja aber auch nicht in allem einig zu sein. Glaubt ihr, dass es Krieg gibt? Ich sehe keine andere Lösung. Ich hoffe, wir können das Schlimmste vermeiden. Wir sollten die Söldner nicht unterschätzen. Sie haben gegen Rom verloren. Doch sie haben in diesem Krieg viele Schlachten gewonnen. Was haltet ihr von Hamilkar? Er ist ehrgeizig. Der Senat misstraut ihm mit gutem Grund. Er würde vor nichts zurückschrecken, um in Karthago die Macht zu ergreifen. Verleumdung! Er ist der beste General der Republik. Im Krieg gegen die Römer hat er große Taten vollbracht. Hätte der Senat bis zuletzt auf ihn gehört, hätten wir Drepane und Lilibi immer noch. Ja, Hamilkar ist im Übrigen der Vater von Hannibal. Den kennt sicherlich eigentlich, also sollte jedenfalls jeder kennen. Der hat sich aber dann im Zweiten Punischen Krieg eigentlich erst so verdient gemacht, Hannibal. Und ist ja bekannt geworden durch die Kesselschlacht von Cannae, wo er die Römer wirklich vernichtend geschlagen hat und das mit einer Unterzahl an Soldaten, einfach weil er tatsächlich geschafft hat, die römische Armee einzukesseln. Und ja, das war, glaube ich, auch schon sein vierter Sieg in Folge gegen die Römer und das hat also Geschichte geschrieben und das war mit Sicherheit die vernichtendste Schlacht in der römischen Geschichte überhaupt. So viele Verluste gab es vorher und auch später eigentlich nicht mehr für die Römer. Aber nicht nur Hamilkar ist eine historische Persönlichkeit hier im Spiel, auch Mato ist eine historische Person, der tatsächlich also die Söldner gegen Karthago geführt hat während des Söldneraufstandes. Und auch Spendius ist also historisch bedingt, denn ja, es
ist also wohl wirklich so gewesen, dass ein Sklave namens Spendius einen Teil der Söldner angeführt hat gegen Karthago. Allerdings wurde er dann gefangen genommen und gekreuzigt, glaube ich. Wir werden sehen, wie das hier ausgeht. Okay, jetzt haben wir gerade über Hamilkar gesprochen. Was ist mit Senator Hannon? Ja, was ist der für ein Mensch? Hannon ist ein guter Schatzmeister. Er ist um das öffentliche Wohl besorgt und in allem, was die Staatsfinanzen angeht, sehr kompetent. Hannon ist seiner Position unwürdig. Ich verdächtige ihn der Veruntreuung von Staatsgeldern für seine persönlichen Zwecke. Shh, er ist in der Nähe, in der letzten Hütte. Ach ja? Nun, von dort kann er mich unmöglich hören. Außerdem ist er bestimmt sehr beschäftigt. Ja, seine Beschäftigung haben wir schon kennengelernt, aber die letzte Hütte, da sollten wir dann vielleicht mal hingehen und nachschauen. Hat Karthago genügend Truppen zur Verteidigung? Aber sicher. Ich weiß nicht. Dass die Söldner abtrünnig wurden, war ein schwerer Schlag. Schwarzmaler! Wir haben noch unsere Kriegselefanten, die Stadtinfanterie und die Heilige Legion, die noch nie einem Kampf ausgewichen ist. Schlimmstenfalls können die Moloch-Priester immer noch die Schutzwalldämonen beschwören. Wie in alten Zeiten. Okay. Was haben wir jetzt hier noch? Wen wird der Senator als Heerführer ausrufen? Bestimmt wird Hannon ernannt. Der Senat vertraut ihm. Hannons Wahl würden wir alle bereuen. Er ist Finanzmann, kein Soldat. Schon bald würde der Senat Hamilkar anflehen, statt seiner die Führung zu übernehmen. Okay, sehr... einig sind die sich wirklich nicht. Kann Karthago einer Belagerung standhalten? Karthago ist uneinnehmbar. Der Seim beschützt uns. Aber der letzte Krieg hat unsere Flotte dezimiert. Es wird schwierig sein, unsere Vorräte zu transportieren und für Trinkwasser sind wir auf die Wasserleitung angewiesen. Das Wasserwerk ist solide gebaut und gut bewacht. Wir haben nichts zu befürchten. Okay. Die Wasserleitung ist also offensichtlich ein strategisches Ziel, das wir nutzen könnten. Aber während hier der Wirt doch recht optimistisch ist, sieht er das alles ja ein bisschen anders. Aber ja, hören wir erstmal auf, über Politik zu sprechen. Recht habt ihr. Warum über Dinge diskutieren, die wir doch nicht ändern können? Gut, dann bis später. Wir haben eine ganze Menge über erfahren. Also offensichtlich wird ja auch gemunkelt, dass Hannon irgendwelche Staatsgelder veruntreut. Ja, mal schauen. Gehen wir mal hier hin. Was bist du für einer? Wie ist es, Soldat? Wollt ihr euch noch eurer Schicht ausruhen? Die Zukunft ist ungewiss. Am besten trinken wir und vergessen unsere Sorgen. Okay, kann ich da rein? Wisst ihr denn nicht, wer in dieser Hütte weilt? Senator Hannon. Ihr dürft ihn nicht stören. Ah, da ist also Hannon drin. Okay. Trinken wir zusammen. Gute Idee. Aber ihr müsst für den Wein sorgen. Mein Becher ist leer und meine Börse ebenfalls. Okay. Ja, ich versuche mal ein bisschen Wein zu holen. Wirt, ich möchte Wein. Heda, Wirt, gebt mir etwas zu trinken. Unbekannte Gäste müssen im Voraus bezahlen. Ja, ich hab nichts zum Bezahlen. Blöd. Könnt ihr mir eine Mahlzeit servieren? Unmöglich. Ich habe nur ein paar Räucherwürste, aber die behalte ich für meine Stammgäste. Wegen des drohenden Krieges geht mir das Fleisch bestimmt bald aus. Okay, er hat auf jeden Fall schon mal Fleisch. Und wir haben kein Geld, aber wir kennen ja die beiden Soldaten, die uns für Fleisch bezahlen würden. Das wäre ja gar nicht so schlecht. Na, was macht ihr hier? Eure Begleiterin ist reizend. Überlasst ihr mir euren Platz für eine Weile? Ja, ich glaube, der würde uns eher zusammenhauen, wenn wir das fragen. Ich brauche Geld. Könnt ihr mir einige Münzen geben? Fragt Hannon. Ich bin nur einfacher Soldat, nicht Schatzmeister der Republik. Okay, das heißt, er hat auch kein Geld. Gut, dann müssen wir uns was anderes überlegen. Wahrscheinlich müssen wir seine Würste klauen. Aber das werden wir erst im nächsten Video machen, denn die Zeit ist auch schon erstmal wieder um. Also bis dann. Tschüss!